So, da sind wir wieder. Und die Aufnahme hat geklappt. Auch wenn das Ganze jetzt ein bisschen crappiger aussieht als vorher. Aber egal. Endlich klappt es. Ich werde wahrscheinlich noch einen anderen Codec benutzen. Blabla, wir gehen durch die Tür jetzt. Wir gehen durch die Tür jetzt. Wir gehen durch die Tür jetzt. Hallo? Hallo, ich möchte gerne durch die Tür gehen. Ein Bug? Klasse. Kann ich durch die Tür gehen? Super! Lass uns dann mal wieder das Spiel laden. Continue. Wo war denn jetzt die Continue? Hier. Dann zack, machen wir mal schön die Tür auf. Mach die Tür jetzt auf. Was? Okay, dann ist der Safe ein bisschen weiter nach hinten. The fuck? Hör auf, im Endeffekt so zu machen. Ich will dann nur wieder. What the shit? So, Axt gefunden, das gefunden. Okay, dann weiß ich jetzt wieder, wie ich hier lang gehe. Ja, zurück, jetzt kommt die Katze wieder. Los, Katze. Komm her. Miau. Du alte Sau. Lass mich jetzt vorbei. Sonst schlage ich dich zu Brei. Mit der Brechstange. So, Tür. Zieh dich nochmal aus. Zieh dich aus, 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 zieh dich aus. Ja. Endlich drin. So, was haben wir denn hier? Boah, was bist du denn? Du bist ja hier, oh, was zur Hölle machst du? Ja, du hast meinen Krug zerbrochen, meinen antiken Krug! Entschuldigung, aber ich wollte nicht. Du musst ihn wieder ganz machen. Wenn du aus dieser Küche raus willst, musst du erst meinen Krug ganz machen. Ja, komm, verpiss dich. So, wir sammeln auf. Das hier, das hier, das hier, das hier. Was hat die mit dem Krug gemacht, Alter? Das hier, was soll ich hier bei Frauen tauschen oder so? Das hier, so. Zeit, den Krug zu reparieren. Zack, und hier hatte ich beim zweiten Aufnehmen auch einen Glitch. Ich konnte nämlich den Krug nicht reparieren. Und einmal wollte die alte Frau nicht abhauen. Spiel ist ein ganz, ganz bisschen glitchy. Hier lang, zack, so. Jetzt muss ich nur noch mit Kleber arbeiten. Und das Ganze wirkt wie ein verbindet die Punkte-Spiel. Was ich sehr witzig finde. Ich frage mich, was ich nachher noch machen muss. Der Mr. Johnson möchte auf Klo. Bitte, rolle das Klopapier ab. Oder blinzeln. Ach nee, das kann man ja in der Alone in the Dark in der Xbox-Version schon machen. Na la la. Ich sollte Antiquitäten restaurieren, finde ich. Neben Automechaniker werden. Und ein Motel leiten. So. Perfekt, wieder wie neu. Oh, jetzt komme ich endlich hier raus. So, uns fehlt noch ein Zettel, ein Stückchen vom Zettel. Und das finden wir in Raum 06. Und zwar genau. Da! Wie unerwartet. Eine sehr wichtige Szene, merkt sich fürs Ende. Ah, sieht aus, als hätte ich alle Stückchen von dem alten Papier zusammen. Mal gucken, was damit los ist. Oh, das Safe complete. The odd sheets of paper, concealed sins and secrets, gather dust through years, anchor deep in the earth. Tie beneath the aged tree, be secrets none should know. Covered under the dark soil, be my tale none should study. Und Reime sind unnötig, yo. Also, das sagt uns einfach nur, dass wir jetzt unter diesem alten Baum graben sollen. Da gehen wir jetzt auch mal hin. Und wie der alte Mann schon sagte, ne, hier sind alle Zimmer belegt. Vermutlich von seinem Alzheimer. So, wir graben. Aber erstmal muss ich dieses, das Loch unter der Peitschenweide mal so aussuchen. Komm schon! Irgendwas ist da vergraben. Genau wie das Gesicht es gesagt hat. Ich brauche irgendein Werkzeug, um zu graben. Und das hier. Grab in Slow Motion. Grab in Slow... Alter, wenn du nur so ein paar Hasenköttelchen ausgräbst, bist du ewig beschäftigt, oder nicht? Hurra! Ich wundere mich, was das für ein Buch ist. Altes Tagebuch. Hör ich. Es ist eng verschlossen. Ich kann es nicht öffnen. Was war das? Wer ist in diesem... Planschbecken. Haha, getrollt. Dam, dam, dam. Hallöchen. Dad? Daddy? Hä? Was ist los? Habe ich jetzt viel gesoffen? Luna? Luna? Alles klar? Ich finde, das ist schon fast das Gesicht einer Puppe, finde ich.
Schatz, alles okay bei dir? Ich, was zum Teufel ist passiert? Du bist ohnmächtig geworden. Ich bin ohnmächtig geworden? Ich hab nach euch gesucht. Daddy, wir waren die ganze Zeit im Raum und haben auf dich gewartet. Wir sind irgendwo hin. Wir haben angenommen, dass du einen riesigen Schiss abgeseilt hast. Was zum... Und wer ist die Frau, die du die ganze Zeit angestarrt hast? Hä? Wir müssen hier raus. Wer? Jetzt! Go! 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 Durch den Vordergang kommen wir natürlich nicht wieder weiter. Also müssen wir hier lang, hier lang, hier lang. Und ins Auto. Wir nehmen die Karre, um hier rauszufahren. Rückwärtsgang! Mit 2 km/h! Hinweis! Hau den gefallenen Baum mit der Axt. Das hatte ich vor. Aber wieso ist da keiner davor drauf gekommen? Und wieso ist er nicht einfach drumherum gefahren? So. Jetzt musst du den Baum noch wegziehen. Geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der Kameramann ist hier noch betrunken. Wieso beeilst du dich so, Tom? Ich habe keine Zeit zu erklären. Wir müssen weg von dem Hotel. Außerdem fängt gleich das Supertalent an. Daddy, Daddy, was ist in diesem Buch? Halt's Maul. Wieso haben wir eine Mikrowelle im Motorbrett? Und wo ist das Buch her? Njo. Bestes Ending ever. Thomas und Vagina Johnson. Und ihre Tochter Pocahontas. Sagen, willkommen beim Ending. Mir gefällt das Ending ehrlich gesagt nicht so, wenn ich ehrlich bin. Wir kriegen gleich auch noch zu lesen, was in dem alten Tagebuch steht. Und dann werdet ihr wissen, was für ein Ending ich gern gehabt hätte. Auf jeden Fall sind die Eltern tot, das ist wahrscheinlich die Tochter, die mittlerweile groß geworden ist. Und über die ganzen Hintergründe, warum es da spukt, erfahren wir gleich. Weil das Ganze jetzt nicht so ewig dauert. Schauen wir dessen mal, ob wir einen neuen Kommentar bei YouTube haben. Hey, ich habe eine neue Nachricht, cool. Egal. Ich freue mich ja immer so bei neuen Nachrichten. Das ist bestimmt Mimi, die sich gerade beschwert, warum das mit dem LP so lang dauert. Nein, wir haben jetzt hier Ben Leffler mäßig mal wieder ein Buch mit 2 Trilliarden Seiten. Ich werde euch ganz kurz sagen, was da drin steht. Also es geht um ein junges Mädchen, was vollkommen alleine ist. Was keiner an den sich wenden kann, was von der Welt abgeschottet lebt. Dieses kleine Mädchen hat so viele Colleges besucht und nie wirklich einen wirklichen Freund gefunden. Diese Welt ist scheiße. Meine Eltern haben mich auch alleine gelassen, seit sie sich geschieden haben. Mein armseliger Vater trinkt die ganze Zeit und meine Mutter hat sich an einen reichen Witwer geklammert. Es ist kein Platz für mich in dieser Welt. Ich würde ganz gerne mein Leben jederzeit beenden. Dann erzählt sie, dass sie in einem, ich will zu einem Platz weit, weit weg von der Stadt. Sie will also halt alleine sein. Und dann geht sie in ein kleines Hotel, in einen einsamen Raum, einfach weil sie allein sein will. Und, das, was jetzt kommt, möchte ich ganz gerne teilweise auch vorlesen. Frisches Blut. Also sie erzählt halt eben, wie sie in der Badewanne sitzt und von einem Zwischenfall erzählt. Frisches Blut rennt meine Hände runter, während ich anfange, mit dem Messer zu spielen. Ich höre ein Klopfen an der Tür und Leute, die meinen Namen rufen. Ich muss wohl für Stunden in diesem Bad stecken und die Leute machen sich langsam Sorgen. Vielleicht sind es einfach Leute, die sich mittlerweile um mich sorgen. Ich sehe, wie der Besitzer des Hotels die Tür aufbricht und ins Badezimmer stirbt. Er und seine ältere Frau sehen das ganze Blut, was aus meinen Venen spritzt und sind bestürzt. Der alte Mann versucht, mein Messer zu ergreifen, aber fällt auf dem nassen Flur hin. Seine alte Frau versucht das selber, aber bei ihr endet das Ganze schlimmer. Mein Messer sticht sie in die linke
Magenseite und sie fällt vor mir auf den Boden. In ihren letzten Momenten schaut sie mir tief in die Augen, ohne irgendeinen Ausdruck in ihren, und atmet ihren letzten Atemzug. Meine kalten Hände zittern, während ich das Messer fallen lasse. Ein paar Sekunden tiefer Stille. Dann schreit der alte Mann hysterisch: Du hast sie umgebracht! Du hast meine Frau umgebracht! Du Mörderin! Mörderin! Ich hatte Angst. Ich habe versucht, meine Lippen zu bewegen und dem alten Mann zu erzählen, dass ich das Ganze gar nicht so gemeint habe, aber ich konnte nicht. Ich habe versucht, aus dem Bad auszusteigen, aber ich bin hingefallen und habe den Kopf angeschlagen. Mehr frisches Blut verteilte sich schneller auf dem Badezimmerflur. Ich wollte aufstehen und reden, aber mein Körper hat es nicht zugelassen. Das letzte Ding, was ich gesehen habe, als ich in meinen ewigen Schlaf gefallen ist, war der alte Mann, der seine Frau umarmt hat, weinend wie ein großes Baby. War das Liebe? War das Familie? Was auch immer es war, es endete für mich an diesem Tag. Hier in diesem Hotel. In diesem Raum. Raum 06. Ich finde das Endtagebuch sehr, sehr atmosphärisch. Es sind nur ein paar Seiten und nicht so ein 5000-Seiten-Roman wie Ben Lefley in seine RPG-Games, in seine Flash-Games-Out. Mir hat das Spiel sehr viel Spaß gemacht. Ich hätte mir aber gewünscht, dass eben jene Tochter, die in diesem Haus rumspukt, die beiden vor dem Autounfall gerettet hätte. Dann wäre das so, ich weiß es nicht, dann wäre das ein Happy Ending gewesen, also nach dem Motto, sie hat ungewollt ein Leben genommen, hat aber gewollt ein paar Leben gerettet. Also das wäre für mich ein besseres Ending gewesen, aber das gerade erklärt, warum sie halt eben noch da rumspukt halt. Und der Hotel-Owner deswegen auch diesen Raum nicht betreten hat. Auf jeden Fall danke für den Request. Und ich sehe gerade, dass auf GameChat.com unter Scary Games rechts noch mehr Scary Games sind. Und ja, das war Whispers Room 6. Mimi, ich hoffe, du hattest Spaß dabei. Wenn ihr noch weiter Requests habt, dann her damit. Und Mimi, du schuldest mir noch eine Erklärung, was du Mitte November in Italien machst. Also dann, Freunde. Wir sehen uns beim nächsten LP und nach dem vierten Versuch hat es hoffentlich endlich geklappt. Und ja, ich bin Anivania, das war Whispers Room Nummer 6 und wir sehen uns weiter in die nächsten Tage. Bis dann.